Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich muss erstmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen an einem Kommentarschreiber, also an Wolf, wird er sicherlich unter dem Video sehen, denn er hat mir eine Art oder sagen wir mal eine Fabrik zusammengebaut für meine Chips, die sozusagen kompakterweise genau das macht, was meine Fabrik da unten machen soll. Also, das sieht noch ein bisschen kompakter aus als meins. Ich glaube, das würde sogar auf sein. Ich habe die dumpfe Vermutung, dass er sich das sogar komplett nachgebaut. Och, ich gehe verloren. Dass er sich das komplett nachgebaut hat, was ich hier gemacht habe. Also, das passt hier, denn würde dann theoretisch hier so direkt dran passen, ne? Weiß ich nicht, ob er sogar die Reihenfolge eingehalten hat, wie ich die Waren da reingetragen habe. Also, wenn ja, dann. Also, recht herzlichen Dank dafür und danke für diese Mühe und für dieses, also, mitfiebern und mitmachen. Super, toll, danke. Also. Eins muss ich aber sagen, ich werde es jetzt erstmal nicht anwenden, denn ich möchte ja mit meinem Prinzip weiterbauen. Erstmal aber, wenn wir dann später sozusagen mal eine Fabrik bauen. Ich habe schon ein Blueprint mal gekriegt. Das müsste hier irgendwo dazwischen sein, genau hier. Haben wir schon mal ein Blueprint gekriegt. März 2020, das ist immer, wie lange das her ist. Zur Produktion von dem, wie heißt das Zeug? Mineral Sludge, genau. Da hat mir schon mal ein Viewer quasi ein Blueprint geschickt. Und ich bedanke mich da recht herzlich für, also wirklich die Mühe, die ihr euch da macht, das ist wunderbar, also ich muss sagen, also ich bin ja ganze Weile schon auch durchaus mal auf YouTube unterwegs und mache so Dinge oder, also nicht, dass ich jetzt selber den Content quasi mache, sondern ich mache so Dinge wie zugucken und versuche dann, oder keine Ahnung, also ich... Wenn ich einen finde, den ich gut finde oder so, dann abonniere ich den auch und dann gucke ich da mal eine Weile zu. Ich bin ganz ehrlich, also zu YouTube bin ich auch so ein bisschen gekommen durch meine österreichischen Freunde. Die haben, also ich habe irgendwie ein Problem bei irgendeinem Spiel gehabt. Dann haben die gesagt, guck doch mal bei YouTube, findest du garantiert ein Video dazu, wo das Problem schon mal einer gelöst hat. Okay, das spricht weit. Und der dir dann das erklären kann und so. Ich denke, hä, erklären wie auf YouTube was? Und ja, da, so bin ich zu Let's Plays gekommen und habe dann immer mal wieder Let's Plays geguckt. Meinen ersten, ich glaube den ersten Follow oder beziehungsweise das erste Abo, was ich rausgegeben habe, das war an den Sachsen-Let's Player, falls den einer kennt. Also ich hatte damals Probleme mit Landwirtschaftssimulator, ne? Also ich habe Landwirtschaftssimulator gespielt und wollte irgendwas wissen oder ich wollte irgendwas über Mods wissen, irgendwas war. Und dann haben sie gesagt, ja, such doch mal bei YouTube danach. Und da bin ich zum Sachsen-Let's Player gekommen. Das war damals noch mit Landwirtschaftssimulator LS13, glaube ich. Der hatte ganz viele Mods. Und ich wollte halt eben, genau, ich wollte eine andere Karte spielen, wo es mehr Früchte gab. Genau, das war's. Und da hat damals der Sachse, wie er liebevoll genannt wird, die Hagenstedt Modified gespielt. Ich glaube, Hagenstedt hieß damals die Karte. Und die Hagenstedt Modified hatte sehr, sehr, sehr viele neue Fruchtsorten und alles in petto. Und das fand ich dann so faszinierend, dass ich da gesagt habe, oh ja, die Serie möchte ich gucken. Oh, das interessiert mich. Und da möchte ich weiter gucken. Und so bin ich eigentlich auf YouTube aufmerksam geworden. Das heißt also 2014 oder 13 rum. Also ich weiß nicht, LS13 kam glaube ich 2012 raus. Er muss 2013 gewesen sein. Wo ich dann das erste Mal selber YouTube konsumiert habe und da mitgemacht habe. Oder beziehungsweise, naja, sagen wir mal, mir ein paar Ideen und Impressionen besorgt habe, wie ich spielen kann. Mache ich heute noch. Das muss ich zugeben. Aber nur zu Spielen, die ich nicht selber Let's Playe. Das muss ich auch sagen. Also Spiele, die ich selber Let's Playe, die gucke ich mir auf YouTube nicht an. Erstens. Ich möchte nicht gespoilert werden, falls ich da noch nicht bin, wo der, upsala, der Let's Player schon ist. Jetzt wird es aber ein bisschen kritisch hier mit euch. Guckt mir ein bisschen viel in meine Richtung. Und ich möchte halt eben nicht sozusagen einen Let's Player einfach nachsprechen oder nachmachen, weil ein anderer Let's Player, ich gucke sehr gerne zum Beispiel Hirnsturz, falls ihr den kennt, den gucke ich sehr, sehr gerne zu. Wenn er so ein bisschen dann mal was spielt. Da muss ich sagen, habe ich sogar mal Medieval Dynasty bei ihm geguckt.
um da ein paar Sachen rauszufinden, wie er das löst oder was er davor hat mit seinem Synapsia-Dorf dort. Also das finde ich immer sehr interessant. Also er ist auch sehr, sehr, sehr kontinuierlich. Das ist das, was ich eigentlich mag an YouTubern. Jetzt muss ich mir selber in die eigene Nase pappen, dass ich nämlich manchmal doch sehr in... die meisten Spiele, wenn ich sie denn nicht mehr mache, das sage ich dann schon noch an. Aber es kommt halt eben auch mal vor, dass so ein Spiel silent verschwindet einfach. Also, dass ich das gespielt habe auf meinem Kanal und dass dann irgendwas Neues kam und dass ich dann halt eben das neue Spiel gespielt habe und das alte dann halt eben so leise verschwand, so richtig silent, so ohne dass ich nochmal irgendwie in einer Folge gesagt habe, so, jetzt ist Schluss mit dem Let's Play oder so. Das habe ich doch öfter schon gehabt. Das muss ich wirklich sagen. Also das habe ich leider doch das ein oder andere Mal schon gemacht. Und verstoße eigentlich da dagegen, was ich selber gut finde. Ne? Und das ist eigentlich schon wieder nicht gut. So. Da können Sie hinspucken. Gucken. So, von hier aus. Gibt's halt von hier aus ein bisschen Plasma-Anhalt. So. Also da, da bin ich selber vielleicht ein bisschen zu inkonsequent. Oder inkonsistent. Nee, Inkontinenz ist noch etwas anderes. Aber, da muss ich sagen, dass ich gucke auch seinem Kumpel hier, Jack, gucke ich immer ganz gerne zu. Wenn der ein bisschen was macht, also der ist ja dann noch wieder so, da muss ich mal sagen, also ich weiß nicht, ob ihr Jack Fleischer mal kennt, also so nennt er sich, ne, im Netz. Aber da muss ich ehrlich sagen, der erinnert mich immer so tierisch an die Ärzte. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber der erinnert mich so richtig tierisch. Ich nehme zu, gut, mag an seinem Berliner Dialekt liegen, ne, dass er so ein bisschen Berliner die ganze Zeit, aber der erinnert mich so richtig an die Ärzte, ne. Also die Band jetzt so. Ich meine, ja, das mal zu dem. Also, wie gesagt, da gibt's etliche Beispiele, die es auch durchaus besser machen als ich. Also mit dem Dranbleiben an Spielen und dafür sorgen, dass man auch mal ein Ende von dem Spiel sieht. Also mein langlebigstes Let's Play ist ja C-Blocks. Wenn man überlegt, dass ich von der ersten Staffel, also von den ersten Aufnahmen, habe ich glaube ich 600 Videos gemacht. Weiß ich gar nicht mehr. Dann müsste ich gucken, wie viele Nummernflügel ich habe. Ich habe immer diese Einblendung unten, wo die Folgen-Episodennummer draufsteht und oben der Titel ist und so. Und diese Grafiken, die habe ich ja mal. Da musste ich immer welche nachmachen. Also es hat sich. Lange Zeit war es Armored Warfare, weil das habe ich auch sehr, sehr lange gespielt und auch sehr intensiv gespielt. Da bin ich auch von abgekommen. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt schade zu sagen muss oder ob ich einfach sagen muss, das Spiel hat mir einfach nicht mehr das geboten, was ich erwarte von so einem Spiel. Obwohl, was erwartet man von einem Panzerspiel? Ja, das ist ein Unterhält, ne? Im Groben. Also wie gesagt, das waren so ein paar Sachen, oder sind so ein paar Sachen, die da näher dran gescheitert sind oder sowas, also wo ich dann wirklich... Ja, aber es gibt heute immer noch wieder Anfragen, auch bei Mindestreet zum Beispiel, wollen viele immer wieder sehen und wollen sagen so, hey, mach das doch nochmal wieder. Und da muss ich dann auch wirklich sagen, eigentlich haben sie recht, eigentlich müsste ich es mal wieder bringen, ne? Mindestreet mit meinen beiden österreichischen Freunden. Dass wir da nochmal, das muss ich mir wegnehmen hier, weil ich hier mit dem runter muss. Aber ich glaube, den Solder, den brauche ich an so vielen Stellen noch, ne? Brauche ich da noch? Den brauche ich jetzt hier vor allen Dingen und da oben brauche ich nochmal. Okay, dann weiß ich das. Also das muss ich abzweigen, den Solder. Aber das kann ich abzweigen, weil ich ja hier sozusagen den Platz dafür habe nach oben hin. Weil wir brauchen das ja nicht mehr weiterhin. Oder brauchen wir das noch weiterhin? Oh, weiß ich gar nicht. Doch, es könnte auch sein, dass wir das nochmal brauchen. Tintwired Copper brauchen wir nur für die Transistoren. Okay, nee, das muss ich auch durchziehen noch.
Das muss ich hier oben wieder einfädeln, die Transistor, also das Tinwired Copper. Das ist das Tinwired Copper und die Kohle. Die Kohle kommt dann eigentlich theoretisch unten wieder raus. Ah ja, da war was. So, hier müssen wir vorsichtig in Vorzugsrichtung, genau. So, und die brauchten dann 5 Widerstände, also müssen die Widerstände am nächsten hier dran langlaufen. Oder sie. Ja, die Widerstände müssen am allernächsten hier dran vorbeilaufen. Falsche Förderbandtyp. Na, Shift gedrückt halten, danke. So, hier müssten quasi die Widerstände drauf laufen. Dann brauche ich hier einen. Was brauche ich hier noch? Dann brauche ich hier den Soldern noch und die Boards. Da brauche ich jeweils eins von. Das heißt, ich müsste jetzt mir diese Boards hier runterholen. Und den Solder. Das heißt, wir machen jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Platz rein in das Förderband. So. Machen hier den Abzweigmechanismus rein. Und ziehen dieses Förderband hier runter. Und machen dann das da unterirdisch. So. Um dann hier den Abzweig reinzumachen. Und dann das hier runterzulegen. Und das da lang zu legen. So, dann geht die erstmal wieder da lang. So, okay. Und jetzt müssen wir das Förderband dann hier quasi splitten. Vielleicht muss ich das unter oder das unter. Ne, das geht ja mit dem, ne? Also das kann ich ja hier unterirdisch weiterführen. Dieses Förderband muss da dran. Führt aber nicht weiter. Das kann ja hier passieren. Dieses Förderband muss in der Höhe hier dran vorbei. Und das Förderband kriegt dann immer quasi den Anschluss hier hin, damit dort abgenommen werden kann. Muss ich, das weiß ich gar nicht, ob ich das so weit durchziehen muss, eigentlich nicht, ne? Reicht ja bis dahin aus. So, und das brauchen wir aber auch schon hier vorne. Okay, das kriegen wir hin. Machen wir das hier einmal so. Nehmen wir hier den da dran. Und den nach so. Und dann würde was. Ich glaube, wir sind aus dem Baugebiet raus, ne? Ich glaube, die hinten bauen die nachher nicht mehr. Dann geht's in das Baugebiet, ne? Doch, bis dahin geht noch das Baugebiet. So. Genau, dann können wir nämlich hier mindestens einen schnellen immer dran bauen für die Widerstände. So. So. Dann brauchen wir hier einen langsamen. Für die Sachen hier. So, so. 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 Ganz aus brauchen wir noch. So. Okay. Brauche ich die gelben Förderbänder eigentlich noch weiter? Ne, die brauche ich doch gar nicht weiter. Ne? Gelbe kann ich doch komplett hier reinlegen. Genau, die gelben Boards brauche ich gar nicht mehr. Also das kann ich hier eigentlich so komplett wegmachen. Kann ich hier einfach so nach unten schicken. So, weil das, was hier passiert, das kann nämlich überall so passieren. Dann brauche ich aber hier den Teiler dafür, damit ich das nämlich auch auf der anderen Seite habe. So, von hier nach da. Das muss dann quasi hier auf das Förderband aufgelegt werden, auch auf dem, so. Auf dem Förderband. Und quasi das zum Erliegen. So, jetzt habe ich die Förderbänder nicht mehr.
Auch kein Problem. Da gibt es da mehr davon. Zack. Okay. Dann mal wieder ein bisschen was produzieren. So, das geht in hier dran und das führt sich weiter geradeaus durch. Genauso wie das. Durch. So. Gut. Dann das gelegt hier. Gelegt. Nur einmal, glaube ich, die Widerstände mal unterirdisch machen. Ein Stückchen hier. Nee. So, wird dann Schuh raus. So, dann ist nämlich hier sozusagen, haben wir hier die gelben Boards, dann haben wir die dort. Können wir hier drinnen schon mal sagen, was die mal produzieren sollen, damit die schon mal Bescheid wissen. So. Gut, dann brauchen wir ein unterirdisches, welches immer von hier quasi nach da geht. Mit dem Solar. Dadurch, das dadurch. Dadurch. So, dann läuft das für uns. Das da lang. So, jetzt wollen wir hier mit den. Ja, ich muss. Das muss ich ja hier durchführen. Dahin. Da bleibt ja kein Weg dran, kein Auge trocken. Gut, dann werden wir das jetzt hier einmal nach oben legen und das dann hier bis hinten durchlegen und dann kommt hier nochmal ein Abzweig rein und dann nochmal ein Abzweig rein und hier kommt es einfach nur gerade runter der Höhe. So. Dann wird das hier einmal durchgelegt. So, sehr gut. Das sollte dann auch funktionieren. Die kriegen. So, und dann müssen wir jetzt hier noch die Longis einbauen, die dann die Chips von da oben holen. Geht einer. Die Langarm. So, die können wir dann durchkonfigurieren. Moment. Muss ein bisschen weiter hinten was wegnehmen. Immer schön die gelben erwischen. So, und dann brauchen wir nach innen eine Auslage. Eine sogenannte Rechtsauslage. Nein. Beim Boxen. War eine Frage im Quizduell. In welcher Sportart gibt es Rechts- und Linksausleger? Ich saß da, ich denk so, hä? Wo so total, hä? Was? Warum? Was ist das für eine Frage? Und bitte, wie beantworte ich diese? Und dann ist mir dann eingefallen, das wollen die wissen. So, jetzt ist natürlich das Thema, ist hier natürlich jetzt die Dinger hier. Machen wir jetzt mal ein paar von den tiefer setzen. So, hier oben wird das ja nicht so ein Thema, weil gehen hier dann hier schon richtig. Gehen hier denn schon richtig? So. Dass wir noch die Nummer tiefer setzen hier. Einfach aus Gründen der Lampigkeit können wir nämlich da immer Lampen dran setzen. Dann sieht das sehr gleichmäßig aus. So, sehr schön. Es fehlen da oben irgendwie Förderbänder. Diese Licht aus. So, dann kann das hier einfach so weitergehen.
mit den Widerständen. Und jetzt wird hier schon fleißig produziert, wie ihr seht. So, hier ist kein Ström. Lass rein strömen, so. Moment, da muss ich nochmal die Funzel anders stellen, beziehungsweise den Greifer. So, und dann sieht man jetzt, ist hier schon das Förderband voll mit den Chips, die wir da brauchen, also die bestückten gelben Chips haben wir jetzt auch schon in Produktion. Und ich würde sagen, das sieht einigermaßen elegant aus. Doch ja, das sieht eigentlich doch recht elegant aus, was wir hier hingekriegt haben. Dann muss man jetzt natürlich dann dieses Förderband hier weiterführen, damit wir dann die Waren, die wir brauchen, denn hier hinten brauchen wir nachher Eisenplatten und die Chips. Das ist jetzt das nächste, was wir machen. Also wir sind bis dahin sind wir bei der Produktion jetzt hingekommen. Dann machen wir diese Chips jetzt fertig, damit wir die grünen haben. Dann müssen wir natürlich den Abgreifer hier wieder bauen. Ne? Also diese gehen hier nach oben in die Bahn rein, unterhalb oder ja, die gehen ruhig hier auf die Bahn mit drauf. Und dann wird dann hier wieder so ein Abgreifer gebaut, der das dann quasi, wenn das Förderband voll ist, packt ihr in die Kiste, bis da 2K drin liegen und dann ist auch wieder gut. Ich habe noch ein Kommentar, zum Schluss noch, ganz am Ende, Menschen Skinners. Will ich noch auf einen Kommentar eingehen, der gesagt hat, dass ich ja mit meiner jetzigen Produktion also nie eigentlich hier einen Überschuss habe. Doch, habe ich. So. Jetzt habe ich es gesagt, ich habe ihn, denn die Produktion ist so geplant, dass von den Materialien immer mehr rauskommt, als ich brauche für das letzte Produkt. Das heißt also, ich habe immer gesagt, ich möchte mehr von den Platinen haben, also auch 3 davon über haben. Und deswegen ist hier eine 3, also rot, keine Ahnung warum das rot ist, aber das ist halt einfach so, dass dann da halt ein bisschen mehr rauskommt. Und dann habe ich von jeder Sorte an Chips, habe ich quasi eine Abgreifkiste und theoretisch müsste ich eigentlich müsste ich das hier wieder zusammenlaufen lassen und müsste das dann in einem Bus zusammenführen, die ganzen Chips, die gelben bestückten, grünen Chips, roten Platten, roten bestückten Platten und die roten Chips. Ja? Also die ganzen Sachen, das sind ja 6 verschiedene Chips, die müsste ich dann eigentlich in einem Bussystem und ja, wie gesagt, die von rechts nach links zu transportieren, um sie dann von links nach rechts zu holen, halte ich mittlerweile auch für eine Idee, die man jetzt nicht unbedingt mehr vertreten muss. Da diese Fabrik jetzt so lang gezogen wird, also ich möchte sie auch so lang gezogen dann haben, gibt die sowieso wahrscheinlich die Maximallänge vor an Fabriklänge, die wir hier dazwischen bauen. Es wird wahrscheinlich auch so kommen, dass ich nachher später dann sozusagen die einzelnen Produkte, die einzelnen Bauten immer hochkant baue. Also unten kommt dann die alle ganzen Materialien durchgefahren und dann sind ja hier so ein paar Fabriken und dann das baut sich dann immer weiter auf und da kann man ja dann von der Seite quasi die Chips rein und von der Seite die anderen Materialien reinfahren. Sollte eigentlich nicht mehr schlimm sein. Also, dass es denn hier irgendwo einen Bus startet, wo diese Chips drauf sind. Und 2-reihig rote Förderbänder hoch. Bis alle möglichen baubaren Objekte, die wir haben, quasi hier dann entwickelt werden können. Also Fabriken, kleine Fabriken, Förderbänder, Knickarme, diese Elektrolyzer. Das ist so quasi noch was ich denn jetzt demnächst haben will. Dass die Elektrolyzer da mit hinkommen und. Wir müssen ja sowieso hier hinten aufs Band noch den Inver legen. Das habe ich nämlich auch noch vergessen. Gottchen, wie macht denn der Zug denn das? Naja, gut. Müssen wir mal gucken, dass wir den Zug quasi dazu kriegen, dass wir hier irgendwo eine Inver-Fabrik haben, dass er dann irgendwo Inver herholt. Oder wir hier quasi Nickel und Stahl zusammen mopsen an irgendeinem Bahnhof und dann hier irgendwo so eine kleines Inver-Werk in der Ecke haben. Welches dann zu dem Bahnhof geht. Wo ist denn eigentlich jetzt der Bahnhof, wo der immer hinfährt? Der ist hier ganz hinten, ne? Ja gut, dann können wir das hier hinten eigentlich regeln. Dann muss ich ja hier bloß irgendwie den Stahl abliefern. Dann muss ich hier irgendwo bloß Stahlbarren abliefern und Stahlbarren holen können. Na gut, also da müssen wir nochmal ein bisschen dran arbeiten, dass diese ganzen Bahnhöfe dann irgendwann mal sich sinnvollerweise genau das machen, was sie brauchen und so. Oder vielleicht machen wir dann hier auch eine Kurzschlussleitung noch durch, die dann halt die Stahlbarren hier dann zum Inver hinbringt, damit den Inver, Nickelbarren dann weiterverarbeitet werden. Nickel an dieser, in dieser brauchen wir Nickelplatten in irgendeiner Form. Ich glaube, wir können mal gucken. Im NEI, wenn ich habe Platte Nickel,
Nickelplatte, Verwendung. Ah ja, doch. Roboterantenne RE4, da brauchen wir dann Nickel. Gut, da sind wir denn aber noch, ich glaube, recht weit von weg. Oder für den RA3, da kann man den auch schon gebrauchen. Aber ich glaube, auch der ist noch... Obwohl, guck mal, bis dahin sind wir schon. Nicht mehr so viel, was hier nach unten fehlt. Aber da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu forschen, damit das dann funktioniert. Da brauchen wir hier die Titanium-Legierung und das hier oben, das haben wir schon. Okay, also ein paar Sachen haben wir sogar schon, die hier zusammenlaufen in der Flasche. Aber da fehlt alleine nur für diese Flasche, finde ich hier noch die ganzen Forschung, das, was hier oben drüber steht. Also, ja, da sind wir noch weit von weg, dass wir Nickel quasi so brauchen. Das, also von daher, wenn wir da sind. Dann haben wir hier wahrscheinlich, also ich sag mal so, doch, Map, dann haben wir den Bereich schon vollgebaut. Da kommt noch einiges auf uns zu. Alles klar. Aber ich finde es schön, dass wir mit den Schienen jetzt so arbeiten, also dass das hier so ein bisschen so lang läuft und dann hier ein paar Gleise liegen. Ich bin auch bald gewillt, hier oben nochmal einen Kreisel zu machen, dass ich dann das hier so mal einrahmen kann und dann hier so irgendwo einrahmen kann, dann hier, dass wir dann immer überall irgendwo mal die Möglichkeit haben, mit Bahnhöfen Sachen wegzutransportieren, wenn wir es denn müssen. Ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Bis denn. Tschüss.